Hallo und willkommen bei Liquid Nature. Ich bin der Philipp und heute stelle ich das Liquid Garden 120p Schau Aquarium vor. Das Aquarium wurde bereits schon mal vorgestellt. Das Vorstellungsvideo dazu findet ihr hier oben verlinkt. Und es hat sich seither so ein bisschen verändert. Eigentlich nicht nur ein bisschen, sondern sogar ziemlich. Und deswegen wollen wir ein neues Vorstellungsvideo machen zu dem jetzigen Stand dieses Aquariums. Das Aquarium, das Liquid Garden 120p, hat ziemlich coole Abmessungen. 120 cm lang, 50 cm tief und 45 cm hoch. Dadurch kann man diesen perspektivischen Effekt sehr, sehr schön erreichen. Der Unterschrank ist unser Premium-Kabinett und von der Technik her ist im Grunde alles so ziemlich gleich geblieben. Wir haben die Chihiros WRGB 2 darüber. Die macht nach wie vor einen super Job, funktioniert grandios über dem Aquarium. Wir haben zwei JBL-Filter. Ein Inline-Diffuser für CO2, eine CO2 2 Kilo Flasche mit Druckregler. Also das ist im Grunde alles gleich geblieben. Auch vom Hardscape-Aufbau hat sich im Grunde nicht viel verändert. Wir haben ADA La Plata Sand, schwarze Lava, Driftwood und einen starken Anstieg an Soil. Untergepackt ist ein bisschen Volcano Mineral und drüber eine dicke Schicht Tropica Aquarium Soil. Was sich aber verändert hat, und das kann man sicher anhand von Vorher-Nachher-Vergleichen wunderbar sehen. Die Hintergrundbepflanzung hat sich komplett verändert. Da waren früher mal Stängelpflanzen drin, diverse Rhodala-Sorten. Und natürlich, zurückschneiden ist irgendwann ein bisschen viel Pflegeaufwand. Auch in so einem Aquarium, wo alles eher offen ist, hat es mich so ein bisschen gereizt, einmal was anderes auszuprobieren. Und bisher hatte ich in vielen von meinen Aquarien hinten einfach Stängelpflanzen und habe beschlossen, ich mache das neu. Dann habe ich hinten die ganzen Pflanzen rausgerupft, ein bisschen Soil ausgetauscht, das ist nach einer längeren Standzeit immer ganz gut, und habe neue Pflanzen eingesetzt. Wenn wir jetzt von außen nach innen die Pflanzen betrachten, haben wir ganz außen relativ große Kryptokorinen. Das ist die Kryptokorine Spiralis Red von AquaArt, gibt es als kleine In-Vitros. Dauert dann 2-3 Monate, bis sie mal groß ist, aber ab dann eine grandios schöne Pflanze, muss man sagen, und super dankbar. Man muss quasi nichts machen. Keine Rückschnitte mehr, die an der Oberfläche rumdümpeln oder sowas. Hier und da mal ein Blatt rauszupfen, that's it. Dann weiter in die Mitte hinein haben wir einen Eriocaulon. Und zwar ist das der Eriocaulon malayator. Der ist so mittelgroß, hätte ich gesagt. Das heißt, er wird so 15, 20, vielleicht mal 25 cm hoch, hat feine Blätter und ist eine standorttreue Pflanze. Das heißt, sie bildet keine Ausläufer überall hin, sondern sie bleibt dort. Und gerade mit so ein bisschen höheren Pflanzen finde ich das ganz praktisch, weil sonst ist irgendwann ganz vorne an der Vorderscheibe ein Riesending. Will man ja nicht. Ne? Dann wieder einen Schritt weiter in die Mitte habe ich feines, hohes Gras. Das ist das Eleocharis montevidensis. Und dann nochmal weiter rein ist ein bisschen Eleocharis acicularis. Das heißt, ich habe von außen nach innen grobe Strukturen zu feinere Strukturen und hohe Pflanzen zu nicht so hohe Pflanzen gewählt, damit ich weiterhin diesen perspektivischen Effekt habe. Schaut jetzt anders aus, aber der Effekt ist irgendwo so ein bisschen ähnlich. Und neben der Bepflanzung hat sich auch das Hardscape noch sehr verändert. Die Grund-Hardscape-Struktur ist immer noch die gleiche, aber ich habe diverse kleine Stücke hineingebaut. Der erste Ansatz war ja eher ein sehr, sehr cleanes, ruhiges Layout. Das heißt, keine verschnörkelten Details oder sonstiges, die ablenken können, sondern ein klarer Fokuspunkt, ein Weg dorthin, große Driftwood-Stücke und fertig aus. Und man nennt das ja auch so ein bisschen den Zen-Style. Das war jetzt nicht komplett puristisch, aber es war sehr, sehr sauber. Und dann habe ich das Ganze ein bisschen in den Wild-Style, also in diese wildere Form der Gestaltung umgewandelt, indem ich Driftwood-Stücke reingelegt habe, die ausschauen wie abgebrochene Äste oder halt diese Stacheln, die überall hinaufstehen. Immer noch, um circa diesen Flow, der vorher auch schon da war, zu verstärken. Ein bisschen, was das auch mal ganz woanders reinschaut, um so ein bisschen eine Dramatik reinzubekommen. Und durch dieses Wilde hat das auch noch so eine gewisse, ich weiß nicht, einen gewissen Reiz bekommen. Mir gefällt es unglaublich gut zurzeit. Neben den Pflanzen und dem Hardscape habe ich auch den Fischbesatz ein bisschen verändert. Diesmal oder zurzeit sind drinnen die Melatonia praecox, also die Diamant-Regenbogenfische, und die Oryzias vovorae Blue Daisy. Die bilden so einen artübergreifenden Schwarm mehr oder weniger, finde ich richtig nett. Und was ich bei den blauen Regenbogenfischen halt ganz cool finde, ist, die sind relativ zutraulich, dass immer, wenn die denken, es gibt was zum Fressen, kommen sie gleich her. Sind ein bisschen größere Fische. In so einem großen Aquarium kann ruhig der Fisch auch ein bisschen massiger sein, sonst geht er ja fast verloren.
und die passen da richtig gut rein, finde ich. Auch die Farbe ergänzt sich. Man könnte sagen, man sieht irgendwie keine Kontraste, schauen alle mehr oder weniger gleich aus. Aber gerade das finde ich irgendwie ganz cool, dass man jetzt da nicht so den knallroten Fisch noch drin hat und dann noch einen Neonsalmler und irgendwas, sondern dass das immer noch eher einheitlich und so ein bisschen ruhiger ist. Also dass eine gewisse Ruhe auch noch drin erhalten bleibt. Das Aquarium wurde bereits zum IRBLC eingesendet und es wird wieder zum IRBLC eingesendet werden. Ich finde, das ist inzwischen ein komplett anderes Layout und eine komplett andere Ausstrahlung, die das Aquarium hergibt. Deswegen werde ich es dieses Jahr wieder zum IRBLC einreichen. Bin sehr gespannt, wie das bewertet wird. Vielleicht gefällt es ja auch der Jury besser als das letzte Mal. Ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Die Teilnahme bei diesem Wettbewerb zahlt sich auf jeden Fall immer aus. Man muss ja quasi nur ein Bild irgendwo hinschicken und kriegt dann Feedback, ob das jetzt gut gemacht war oder nicht so gut. Und man kann sich so ein bisschen im internationalen Verhältnis einranken, was eine coole Sache ist. Und wenn man Glück hat und gut platziert ist, dann bekommt man sogar noch ein kleines Kärtchen neben dem sowieso ausgestellten, neben der sowieso ausgestellten Urkunde, die man dann aus Japan bei Post erhält. Plus, man wird abgedruckt in dem IRBLC-Buch, vorausgesetzt, man hat halt die Top 2000 erreicht. Das war zumindest die letzten Jahre so. Aber das, denke ich, kann man durchaus schaffen. Insofern hoffe ich, es gefällt euch genauso wie mir. Ist ein wunderschönes und sehr, sehr dankbares Aquarium. Nicht sonderlich pflegeaufwendig, aber gibt viel, viel Liebe zurück. Insofern würde mich ein Daumen nach oben freuen oder ein Abo und ein Kommentar. Falls ihr irgendetwas an Verbesserungsvorschlägen oder sonstiges habt, ist natürlich immer auch gern gelesen. Bis zum nächsten Mal!